Ich habe jetzt an so eine Sportdusche gedacht. Das ist jetzt schon lustig. Nicht an so eine 80 cm Duschwanne. Wo du halt die ganze Zeit den Pimmel vom anderen am Knie hast, weißt du? Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf Flip Floyd, eurem Lieblingskanal. Und wir haben heute wieder die über der zulässigen Höchstmenge zugelassene Menge Unterhaltung dabei. 360 Gramm, um genau zu sein. Das ist sehr verwirrend gesagt. Geht egal. Ja schon gut los, Alter. Geht ja schon gut los heute. Freunde, wir haben eine fantastische Doku vom NDR. Mann sein, was bedeutet das heute? Von Erziehung, Rollenvorbildern und #MeToo. Das ist eine 7 Tage NDR-Doku. Link wie immer unten in der Büchse. Könnt ihr draufklicken und auch selber gucken. Aber wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Kleine Triggerwarnung für euch da draußen. Es könnte ein bisschen... Ich hab's noch nicht gesehen. Hast du es gesehen? Ich habe mal 2 Minuten reingeklickt und fand's ganz okay. Aber wir werden sehen. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich sag nur Triggerwarnung. Schon mal vorab, okay. Seid, wenn ihr drüber diskutiert, was da so passiert, seid nett in den Kommentaren zueinander. Ich hatte, immer respektvoll miteinander. Ich hatte irgendwo ins erste Drittel geklickt und hatte nach, glaube ich, 3 Sätzen einfach so gar keinen Bock mehr. Aber okay. Let's see. Ja, da würde ich sagen, rein in die Olga. Ja, wir sind hier unter Männern. Krieger und Bruder. Denkt dran, das sind Metaphern. Männertraining in Berlin. Und ich denk dran, das sind mit, genau, nimm das mit dem Krieger was? Und das mit dem Bruder auf gar keinen Fall zu ernst. Ich dachte, das sind nur Metaphern. Geht jetzt schon los bei dir, Flo? Geht jetzt schon los? Really, Alter? 6 Sekunden? Jetzt ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Erst ich dachte weiter. Zuerst, sie sind auf dem Geburtstraining oder so. Erst hier. Erstmal weiter. Erstmal weiter. Und ich mittendrin, Tobi. Das ist gruselig. Hier sollen wir unserer eigenen Männlichkeit ein Stückchen näher kommen. Er ist aus ganz anderen Gründen da. Ja, GG. Er hat richtig Bock auf das Männlichkeitsseminar, du. Er hat sich da schon seit einer ganzen Weile drauf gefreut. Am Eingang haben sie ihm gesagt, er darf keine eigenen Getränke mitbringen. Und er hat gesagt, das ist kein Problem, das ist nur Babyöl. Aber Freunde, das aber, hat nicht weggenommen. Also die machen das jetzt gerade, um sich männlich, um ihrer Männlichkeit lass näher zu kommen. Lass ihn uns erklären, Olli. Olli, ja, geh doch mal offen mal die ganze Sache. Tue ich doch, nein, das ist doch nicht wertend. Ich frage jetzt wirklich gerade nur, sie haben es ja gerade gesagt, sie machen diese Übung gemeinsam, um ihrer Männlichkeit näher zu kommen. Ich würde das gerne mit euch auch mal testen. Ob ich mich dann meiner Männlichkeit näher fühle. Glaub mir, mein Freund, ich komme dir morgen gleich mal ein bisschen näher da. Erste Übung, Druck ablassen, den Alltag rausbrüllen. Der Maori unter ihnen hat aber schon richtig Bock auch. Ja, wirklich. Ja, es ist das. Die Maori sind halt mega, wenn die das machen. Ich liebe das. Ich auch, ich finde das sau stylisch. Raus mit der Zunge. In meinem Alltag beschäftigen mich gerade die vielen Debatten über Männer und Frauen. Emanzipation, neue Rollenbilder und jetzt #MeToo. Was hat das alles eigentlich mit mir zu tun? Als Mann. Ich bin hier, weil ich mich... Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt so 2 Predictions, wo ich überlege, wo könnte es hingehen. Und das Erste ist, was ich wirklich schade finde, ist, wenn der Moderator so ein super zielgerichteter Typ ist, der halt selber das Thema gar nicht ernst nimmt, weil er halt Angst vor dem Diskurs hat und einfach sagt, ja, nee, also männlich sein sollte gar nicht so sehr in den Vordergrund gerückt werden. Oder... Was ich auch schwierig fände, wenn das hier jetzt nicht, also Mann sein, was bedeutet das heute? Und im Prinzip geht es ausschließlich um die MeToo-Bewegung und warum Männer darauf zu achten haben. Also weißt du, was ich meine? Ja, das ist jetzt so die Prediction nach 55 Sekunden. Okay, ich glaube, es wird tatsächlich, was ich spannend fände, ist, wenn sie so ein bisschen auch mal draufschauen, so die archaische Seite, inwiefern, ja. Weil man das ja heute nicht mehr so auslebt, inwiefern das vielleicht das, was mit der männlichen Psyche macht, also ob sie das erforschen wollen, ob sie das irgendwie als Thema haben. Bin mal gespannt. Also das würde mich jetzt wirklich einfach nochmal interessieren auf einer thematischen Ebene. Bin ich auch. Mal an meiner Männlichkeit, wie meiner Männlichkeit bewusst werden möchte, weil ich, glaube ich, den größten Teil meines Lebens einfach gelebt habe. Ich wusste zwar, dass ich ein Mann bin, aber hat mir das nie so wirklich bewusst gemacht, was eigentlich männlich ist oder was an mir männlich ist, und deswegen würde ich das gerne mal herausfinden,
Oh. Oh. Dafür werde ich noch an meine Grenzen gehen. Später. Machen die das echter? Wenn einer was gesagt hat, machen alle Au. Wie war 300? Nee, wenn einer Au macht, sagen es alle. Aber das ist super geil. Aber das ist ja so eine ritualisierte Sache, die kann man ja einfach wirklich machen. Die gibt's ja überall. Die gibt's im Sport, die gibt's im Militär. Ja, das ist eine Sache, total. Eine gruppendynamische Sache, ja. Finde ich geil. Als für alle, die nicht in unsere Normen passen, wurden umgebracht. Slogan war Ahu von den Spartiaten. Zum Beispiel, ja. Also, man kann jetzt auch absichtlich halt die Stimmung komplett killen. Ich weiß, indem man halt sagt, okay, ich sehe schon, wo der Weg hier hinführt. Wir gehen die komplett politisch korrekte Nummer. Nein. Also Ahu ist natürlich nicht in Ordnung, denn damals die Spartiaten, das waren Menschen, die haben Genozid betrieben, indem sie halt der Sage nach und wahrscheinlich auch ziemlich eindeutig historisch belegt, zum Beispiel behinderte Kinder einfach getötet haben, weil sie halt im Prinzip, wenn wir gleich so deep gehen politisch, eine Art von Herrenrasse gründen wollten als Spartaner, ne? Also nur einwandfreies genetisches Erbgut. Deshalb ist der Ausruf Ahu natürlich zu verurteilen. Oh, ich glaube, mein Internet stürzt ab. Gut. Nein, komm, wir nehmen das Ganze jetzt mal ein bisschen ernster ja, hier. Ja, ich will ein bisschen meine männliche Seite jetzt entdecken. Los geht's. Dann mehr dazu. Der Film soll keine Analyse werden. Vielmehr will ich wissen, wie ich zu dem Mann geworden bin, der ich heute bin. Deswegen beginnt meine Reise bei den Männern, die mich am besten kennen. Meinen Freunden. Das ist Adi. Wir haben vor 10 Jahren zusammen eine Ausbildung gemacht und lange in einer WG gewohnt. Ich kann doch nicht so eine bescheuerte Rede halten. Der erste Typ, der als Kumpel vorgestellt wird, heißt Adi, Alter. Doch. Natürlich. Und. Guck mal, wer da ist. Göri, da ist Göri. Und das ist Jasper. Mit 16 Jahren kommt da Romy. In den USA. Und das ist Romy. Jugendinternat. Eines der wichtigsten Jahre meines Lebens. Oh. Wir wollen ein Männerwochenende in Berlin verbringen. Habe ich jetzt direkt gute Laune, wenn ich das sehe? Einfach drei gute Freunde, Männerwochenende. Come on, krieg direkt Berlin, gute Laune. In Berlin, Alter, ja, da sehe ich mich. Krieg direkt gute Laune. Die beiden wissen fast alles von mir. Nur darüber, wie sie mich als Mann wahrnehmen, haben wir bis jetzt noch nie gesprochen. Da wollte ich euch mal fragen, also wie ihr das seht, also wie... Ach, du bist ein Mann? Ob ihr das, wie würdet ihr mich da einordnen? Was man bei dir merkt, ist... Du bist jetzt nicht drauf aus, auf die Straße zu gehen und dich zu schlagen mit jemandem. Ne? Also so ganz salopp gesagt, was man jetzt vielleicht auf die extrem harte Situation kommt. Boah, spannende Aussage an der Stelle, oder? Er fragt ihn, wie männlich nehmt ihr mich wahr? Und er antwortet direkt, ja, du bist jetzt nicht der Typ, der auf die Straße geht und Leute verprügelt. Ist das, wie man Männer wahrnimmt? Ist das männlich, auf die Straße gehen und Leute verprügeln? Das ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt. Er ist halt mitten im Satz unterbrochen jetzt gerade. Ich weiß ja nicht, weil er selber halt gerade sagte, ins Extreme gehen. Aber prinzipiell, die Frage kannst du natürlich ummünzen. Also wenn du einfach rausgehst mit dem Ziel, dich zu prügeln, bist du halt nicht männlich, dann bist du ein Idiot. Ja, eben, weil... Das dürfte relativ klar sein. Eventuell hat allerdings die Affinität zu einer körperlichen Auseinandersetzung Gesetz des Falles, es trifft ein und wie löst du die Situation? Ich glaube, dass da bei Männern einfach die Affinität zur körperlichen Auseinandersetzung anders gewichtet ist. Ja, gut zusammengefasst. Vielleicht, weiß ich nicht. Paul guckt so, als wäre er anderer Meinung. Nö, ich bin tatsächlich, also ich würde halt auch, mich würde tatsächlich das Ende seines Satzes interessieren, aber mein Gedanke wäre jetzt einfach nur dieses, du wärst nicht der Typ, der, wenn es dazu kommen würde, derjenige wärst, der mit körperlicher Gewalt, sondern du wärst der wegrennt. Wenn das jetzt die Aussage ist, die sein soll, dann ist das immer noch traurigerweise, glaube ich, sehr stark männlich verbreitet. Also ich meine das auch gar nicht so traurigerweise im Sinne, sondern ich habe das ja selber auch. Also das ist jetzt aber wieder was anderes. Lass uns erstmal den Satz zu Ende hören. Ich konnte gerade nicht so richtig folgen. Okay. Die Situation kommt manchmal vor. Die Situation kommt manchmal vor. Ja, das stimmt auch. Nee, aber bist dann schon eher jemand, der
der einfühlsamer ist. Ne? Und, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich mir meine Kumpels anschaue, die in eine Reihe stelle, bist du auf jeden Fall nicht bei den großen Gorilla-Männlichkeits-Egos mit Ellbogen, so wie man oder wie die Gesellschaft auch Männlichkeit irgendwie definiert. Und glaube ich auch viele Frauen das Bild haben, dass ein Mann irgendwie stark sein muss, determiniert. Du bist ein ganz anderer Typ einfach. Was verbindest du mit Männlichkeit? Dieses keine Gefühle zeigen, immer cool, immer das Gefühl anderen geben, dass man einen genauen Plan hat, nie Schwächen zeigen. Das, glaube ich, wird vom Mann erwartet irgendwie. Ich glaube halt, dass das ein Aspekt ist, der nicht am Geschlecht ist, sondern kann halt von Frauen und Männern gelebt werden, wird aber natürlich unglaublich viel von Männern gelebt. Ne? Aber danke, dass er es gesagt hat, weil ich wollte gerade sagen, was Sie gerade tun, ist, was meiner Meinung nach gerade getan wurde, ist gar nicht Mann zu definieren, sondern einfach generell jemanden, der ideal in das System passt, also in unsere Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Mhm. Weißt du? Von wann ist die? Wisst ihr das? Keine Ahnung, muss ich spucken. Nee. Aber die sind nicht so alt. Ja, die ist von Dezember 2018. Mhm. Das erklärt auch, warum die noch so zusammensitzen, nebenbei bemerkt. Da würde ich ganz kurz auch euch die Frage, ist jetzt bitte nicht weit ausholen, aber versucht's mal so knapp wie möglich zusammen. Was ist denn für euch das Erste, woran ihr denkt, was ist für euch männlich? Hoden. war da tatsächlich auch bei dem anderen Ding. Das Erste, woran du denkst und so knapp wie möglich ausgedrückt. Nein, Paul, ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber es ist, also irgendwie, ich habe gerade für mich selber halt festgestellt, ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, wenn ich diese Rede nicht gehört hätte, aber während sie darüber geredet haben, hat mich das tierisch genervt. Mhm. Also ich weiß aber nicht, ob ich nicht auch gesagt hätte, dieses Gorilla stark prügeln, wenn ich die 3 Minuten 28 noch nicht gesehen hätte. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, also, was du meinst. Ich kann es jetzt nicht sagen. Das ist auch der Punkt, der mich vorhin schon direkt in seinem ersten Satz so krass getriggert hat, weil ich genau dieses Bild ja so kenne, dieses, ja, groß, laut, stark, muskulös, empathielos, nicht konfliktscheu, dass das so typisch in der Gesellschaft verankerte Erkennungsmerkmale für männliche Männer sind. So, das kenne ich auch. Seit so. Ich 20 bin nicht mehr. I don't know. Also weißt du, für mich ist das so ein jugendliches Ding und ein altes Ding. Weiß ich nicht. Also tatsächlich dumm und jetzt ganz hart dumm, dörflich und alt. Oder jugendlich. Aber was ich damit nur sagen wollte, ist das noch von mir, da kenne ich das noch, aber ich kann dir einfach nur sagen, seit Mitte 20 und hier in der Großstadt und natürlich auch in der Bubble, in der ich mich bewege, habe ich das überhaupt gar nicht mehr gehört oder erlebt oder gesehen. Ist bei mir voll anders. Deswegen, ich wollte das nur ganz kurz nochmal am Ende sagen. Ich will die auch gar nicht dafür jetzt in irgendeiner Art und Weise verurteilen, dass sie das sagen, weil ich hätte wahrscheinlich sogar das Gleiche gedacht. Das ist auch, wenn ich zuerst an Männlichkeit denke, ist das auch das Erste, was mir in den Kopf kommt. Um auch nochmal meinen Senf dazu zu geben, ich würde jetzt gar nicht so auf diese Emotionsgeschichte oder so eingehen, weil das sehe ich persönlich einfach nicht so, aber das liegt einfach an meiner charakterlichen Entwicklung. Aber trotzdem solche Sachen wie zum Beispiel dieses dumm, laut, aggressiv. Ich bin jetzt über 30 und ich trinke jetzt keinen Alkohol seit 1,5 Jahren oder so. Und also als ich noch wirklich regelmäßig Alkohol getrunken habe, auch mit 30, 31, weil du sagst, so seit deinen 20ern nicht mehr, habe ich mich regelmäßig mit dumm, laut, was ich auf jeden Fall war, wenn ich gut was getankt habe zum Beispiel. Und ich habe mich regelmäßig in Situationen gebracht, die einfach super krass aggressiv waren. Und die auch dann darin mündeten, dass es zu Handgreiflichkeiten kam oder so.
Also ja, ich kann hast das recht. Ich kann das nicht von mir weisen, dass ich das seit Jahren nicht mehr tue. Das ist mir in aller Regelmäßigkeit passiert, wenn ich betrunken war zum Beispiel. Da hast du vollkommen recht. Den würde ich sogar mit unterschreiben. Also unter dem Status, Einfluss von Alkohol, jo, ist es zurückgekommen. Definitiv. Aber gebe ich wenn auch zu, habe ich bei Frauen seltener bis gar nicht erlebt. Ja, ja. Nee, das meine ich. Aber das ist dann auch, also ich beziehe das besoffen Agieren, beziehe ich auch auf dumm. Ja, ja, schon klar. Weißt aber du, genau. Also ich kann deswegen nicht von der Hand weisen. Ja, aber das ist jetzt nicht das, was ich unter Männlichkeit definiere. Ich kann dir aber ein paar Beispiele dafür geben, was hier gesagt wurde, was sehr weit weg, also was, ich sag mal, wo ich einige Sachen wiedererkenne. Männlichkeit wird für mich ganz oft definiert durch dein Konterpart zum Beispiel. Also Männlichkeit definiert sich zum Beispiel in unserer Beziehung zwischen meiner Frau und mir schon so, dass ich in bestimmte Geschlechterrollen einfach wünschenswerterweise gedrückt werde. Also beispielsweise sei es im Umgang mit den Kindern, aber sei es zum Beispiel auch so, dass meine Frau immer noch sagt, egal ob wir im Urlaub in einem Hotel sind oder zu Hause sind, der Mann schläft an der Tür. Denn wenn doch mal einer kommt, ja. Ist sehr weit hergeholt, aber es ist so, das hat sich, das bürgert sich hier immer irgendwie bei uns, seit ich sie kenne, ein. Ist nicht weit hergeholt, ist bei Arne und mir auch so. Ich muss dir wirklich sagen, dass ich das absolut unproblematisch finde, weil ich gerne mich auch einfach so ein bisschen als in unserer Beziehung doch eben deutlich körperlich überlegener, mich in der Rolle des Beschützers zum Beispiel irgendwie sehe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und diese Definition von außen als das hat der Mann zu tun, finde ich auch vollkommen unkompliziert und absolut unproblematisch in einer Beziehung, weil ich finde, sie hat nichts mit einem Machtgefüge oder so zu tun. Sondern es ist einfach was, womit sich zwei Leute dann wohlfühlen. Aber generell hat es immer auch irgendwas mit der Physis zu tun. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Aber dann lasst uns mal weiterschauen, bevor das ein Podcast wird. Das ist ja nicht so schlimm, also Unterhaltung, nee, Spielfilmlänge sind doch die Leute gewöhnt. Ich finde es jetzt auch gerade gut, dass wir am Anfang das mal festgelegt haben und genau darüber gesprochen haben, weil das wird jetzt in den nächsten 29 Minuten halt Gegenstand sein. Und ich möchte wirklich nur dahingehend widersprechen, dass ich absolut nichts festgelegt habe. Um irgendwas festzulegen, müsste man sich jetzt ungefähr 3 Stunden unterhalten. Ja, natürlich, aber ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich will jetzt aber nicht, dass Leute ankommen und sagen, Flo hat einmal was von Physis gesagt. Flo sagt, an der äußerlichen Erscheinung erkennt man, welches Geschlecht jemand hat. Ach, ist doch Quatsch. Ich habe mich nicht festgelegt. Ja, ist doch. Ich fand die Sache mit Hoden und Penis auch. Nein. Weil es gerade im Chat steht. Ihr wisst doch, wie es gemeint ist. Wir haben jetzt mal kurz drüber gesprochen. Privilegiert in der Gesellschaft sind. Unsere Situation ist halt krass privilegiert. Aber was für mich Männlichkeit bedeutet, ist was ganz anderes. Es hat damit nichts zu tun. Ja, aber es sitzt schon tief in der Gesellschaft. Wenn was denn? Das wäre da jetzt spannend dann gewesen. Prügelt, dann heißt es, gut, dass er sich auch mal, der muss es ja auch sich da mal ausleben. Wenn es die Tochter machen würde, wäre so, was ist denn eigentlich in eurer Familie kaputt? Ja, und da geht es ja schon los. Das ist ja ein Teilaspekt, der von der Gesellschaft quasi definiert wird. Und das weiß ich nicht, ob das gesellschaftlich drin ist oder ob das was Biologisches ist. Ist mir meine Männlichkeit schon in die Wiege gelegt worden oder haben mich meine Eltern zum Mann erzogen? Und welche Rolle spielt dabei mein erstes männliches Vorbild, mein Vater? Das ist er, mit mir. 2 Tage bin ich da alt. Männlichkeit ist da. Männlichkeit ist da? Finde ich schon. Ich finde ja so und Kleinkinder, ich finde so Neugeborene sehen absolut, Neugeborene sehen so absolut niemandem ähnlich. Nein, Alter. Mit ihm glaub, heute, Olli mit ihm heute. Er hat sein so. Heutiges Ich verglichen. Nicht mit dem Neugeborenen. Nein, Entschuldigung. Da bin ich, das habe ich gar nicht geschnallt, Alter. Du hast recht. Heute hole ich ihn von der Arbeit ab. Mit meinem Vater und meinem Bruder war ich als kleiner Junge jedes Wochenende im Wald, hinterm Haus. Wir haben Pfeil und Bogen geschnitzt. Und du gleich hinterher. Okay. Pass auf. Ich seh dich tiefes schon. Gewässer. Ich sehe dich gleich schon, ich sehe dich da drin. Nein, nix. Aber es klappt. Alter, hätte ich gefeiert. Oh. Ja. So. Wir wollen doch weit schießen, oder? Okay. So.
Was würdest du sagen, sind so die, für dich die typischen männlichen Eigenschaften, die du, also die du männlich ich findest? Arzt, Alter. Ja, es ist immer schwer zu sagen, was männlich jetzt ist, aber Zuverlässigkeit, sage ich jetzt mal, ne? Dass man Sachen eventuell anpackt, die, bei denen man nicht vorher weiß, wie es ausgehen. Was am Anfang muss man auch zu Ende bringen. Auch wenn man scheitert, das spielt ja keine Rolle. Das sollte man schon machen. So. Spannend, ganz andere Richtung, ne? Das ist klar. Das ist jetzt deine Aufgabenstellung. Auf jeden Fall noch hätte ich jetzt. Das kann, nur, kann sich nur um Sekunden, Stunden handeln. Sekunden handeln. Ja, das Angelsehne? Was hat er da dran? Keine Ahnung. Zu dick für Angelsehne. Eine Story, die mir noch im geblieben ist, ist, das hat Mama auch mal erzählt, die Story, als ich im Schlitten gefahren bin in Bayern. Da ging es ziemlich steil nach unten und unten war so eine Buschreihe. Ne? Ja, genau. Und dann bist du natürlich nicht zum Stehen kommen, sondern wir sind dann voll in diese Büsche rein. Ne? Und dann du immer, aua, dann haben wir uns gezeigt, aua, Baum. Das ist doch egal, ist doch nur so ein Busch. Nein. Ich stelle mir gerade vor, wie ihn der Vater mit dem Schlitten einfach immer wirklich an so eine richtig mächtige Eiche ran donnern lässt. Einfach jedes Mal immer, aua, Baum, halt's Maul, Alter. Ihn da runterpeitscht, Alter. Nein, aua, Baum. Das haben wir gedacht, ach du Schande. Ja, was hast du da gedacht? Ich habe mir gedacht, ja, Softie oder irgendwas wird schon. Oder Naturliebhaber, keine Ahnung. Ja, das war eine Katastrophe. Das war eine Schmerzen ist für Schwache. Nein, ich glaube, er hat gesagt, der Baum hat sich verletzt. Das war das Auerbaum, nicht? Ich glaube, das meinte er damit, dass er da immer an dem Busch lang gefahren ist und dass sich der Baum verletzt hat und dass er das kacke fand. Ja. Hieroglyphen, Alter. Ich raff heute gar nichts. Nice. Beste Voraussetzung. Aber erstmal mit Papa einen Bogen bauen, Alter. Hat sich gebessert. Geil. Was machst du? Ich hab Bock mit meinem Vater einen Bogen zu bauen. Bin ich auch geil. Hast du dagegen gesteuert? Oder hast du irgendwas, nein, da kann man nichts dagegen steuern. Du kannst einen Menschen nicht verbiegen. Ne? Du warst halt dann besorgt. Das ist ja auch eine gute Eigenschaft. Das ist doch super, dass man sich dann Sorgen um irgendwas macht. Ne? Und das war halt, das reicht. Und das war halt dann in dem Fall der Baum. Ne? Fühlt sich seltsam an, dass ich als Junge nicht immer die Erwartungen meines Vaters erfüllt habe. Da sind anscheinend zwei Männergenerationen aufeinander geprallt. Ja, das frage ich mir auch. Aber bin ich schon ein bisschen. Ja, Bruder hat aber nicht weit gelernt, wie man Bogen schnitzt, oder nicht gelernt, wie man Bogen hält, Alter. Damit hättest du kein Tier erlegt, nee. Ein Stück. Voll daneben, würde ich sagen. Na, vorbei ist auch daneben, gell? So unterschiedlich mein Vater und ich sind, bei einem alten Männerklischee ticken wir ähnlich. Sorry, ich weiß, das ist nur eine Oberflächlichkeit, aber können wir uns kurz darüber unterhalten, dass ich dein Lachen echt weird finde, Alter? Ja. Ich möchte es noch einmal ganz kurz sehen, damit ihr wisst, was ich meine. Ich meine, dieses sieht nicht echt aus und ist zu doll. Es ist irgendwie, es ist zu doll. Vorbei. So ein Stück. Voll daneben. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal. Na, vorbei ist auch daneben, gell? So unterschiedlich. Es kommt halt nichts raus dabei, ne? Männerklischee ticken wir. Er ist wie Daniel Radcliffe. Wir haben Spaß am Wettbewerb. Wir haben da immer so einen Mist gebaut. Es ging doch immer um 5 Cent, 10 Cent, weißt du das noch? Immer so kleine Späßchen nebenbei, immer so eine Mini-Challenge. Immer so ein Wettbewerb. Nee, immer so ein Wettbewerb. Immer Wettbewerb. Also das war genau, Wettbewerb war mir wichtig. Wettbewerb war mir wichtig. Alter, so, das ist Story of my life. Mhm. Ja. Okay. Mein Vater, mein Opa vor allem in erster Linie und so. Wirklich, Wettbewerb war mein Leben. Auch wenn mein Cousin mit bei meinen Großeltern war und so, mein Opa hat aus allem Contest gemacht. Wettbewerb war mein Life. Ich bin so zu einem, das merke ich ja bis heute, bei euch beiden ist es ja völlig anders. Mhm. Und ich bin ja so dermaßen, in mir hat man ja so ein kompetitives Mistschwein herangezüchtet, ist ja wirklich krass. Ich kann das ja nicht ablegen. Ich mache ja aus allem. Ey, weißt du, wie ich lernen musste, mit Kindern zu spielen? Ich kann mir das vorstellen, Mann. Ich kann mir das wirklich vorstellen, ja. Ich bin heute so gut darin. Echt, ich bin so dermaßen gut darin, aber ich musste so lernen, mit Kindern zu spielen. Ich mir immer dachte so, du bist dumm, du hast keine Chance gegen mich. Hör auf. Ich mach dich platt, Alter. Jetzt natürlich. Und wenn du dann wirklich verloren hast, warst du sauer auf. 3 Tage nicht miteinander geredet. Ja, jetzt ein bisschen übertrieben, aber ohne Scheiß, ich musste das wirklich lernen, Alter. Ich musste das wirklich lernen. Finde ich aber gut. Weird shit. Ja, aber da habe ich wirklich gemerkt, so, aber ich glaube, ich bin der Komische.
Das Witzige ist, mein Vater hat das damals auch viel gemacht. Also zwischen mir und meinem Bruder auch viel. Aber immer in einem spaßigen Kontext. Ich glaube, das war der Unterschied. Bei euch war es wahrscheinlich auch oftmals dann halt wirklich ein bisschen ernster vielleicht auf dem Kontext, oder? Also wirklich richtiger Wettbewerb. Ja, klar. Wettbewerb ist immer ernst, Olli. Ne, das war's. Hat noch nicht geklappt. Ich hab bloß nichts getroffen. Einen halben Treffer. Aber das Problem war bei dem Fall, dass der... Auf den ersten Blick bin ich mit recht klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Verkürzt, Papa sorgt für die Abenteuer, Mama für die Stärkung danach. Das war meistens so, aber nicht immer. Es gab auch Tage, an denen mein Vater für uns gekocht hat. Denn meine Mutter war viel unterwegs. Sie wollte ihr eigenes Geschäft aufbauen. Das hatte für mich immer was von Freiheit, sein eigenes Ding durchziehen. Interessanterweise sind das Eigenschaften, die mein Vater als typisch männlich bezeichnet. Früher ist es ja immer, du musst dich durchsetzen als Junge oder als Mann und darfst nicht weinen und darfst nicht zimperlich sein. Aber wichtig ist ja eigentlich, dass man selbstbewusst durchs Leben geht. Und das ist egal, ob Frau oder Mann, finde ich. Weise das stimmt, da gebe ich ihr 100% recht, aber du musst dich durchsetzen. Also früher hieß es ja immer, du musst dich durchsetzen. Das heißt doch heute so sehr, du musst dich durchsetzen wie nie. Ja. Ja, aber heute heißt es ja das für jeden, sowohl für Frauen als auch für Männer, oder? Ja, natürlich, aber das ist auch was, weil früher hieß es immer, du musst dich durchsetzen. Daran habe ich mich ein bisschen aufgehangen. Das gebe ich aber beiden meinen Kindern so mit auf den Weg. Na, das war aber doch, das bezieht sich, glaube ich, auf so gerade Kindergarten, Grundschule etc., wenn es irgendwie Streitereien gab oder Rangeleien zwischen Jungs oder so. Ich glaube, da hat man das auch wirklich viel gesagt, so, da musst du dich halt durchsetzen. Ja, und ich denke, das ist aber meiner Meinung nach auch was Wichtiges. Ja, aber das ist, glaube ich, also ich weiß es nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, es ist heute weniger mit, yo, dein Teil du selber aus, du musst selber lernen, dich zu verteidigen auf dem Schulhof. Das war eine Lehre. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Aber den Einsatz, den ich da aufgreife, das war halt wirklich dieses immer nicht weinen, war auch bei mir, war bei euch bestimmt auch immer noch so. Also es gehört einfach dazu. Also diese Standarddinger, Männer weinen nicht, war bei mir auch da. Ja, total, hundertprozentig. Das war bei mir seitens der Großeltern in meinem Elternhaus schon eher nicht mehr so. Aber als ihr dann wusstet, dass ihr jetzt zwei Jungen habt, ne, im Endeffekt, habt ihr euch dann bewusst eigentlich damit auseinandergesetzt, dass ihr jetzt Jungen habt oder irgendwie uns so irgendwie spezifisch irgendwie Jungssachen machen lassen oder beziehungsweise war eigentlich... Nee, also ihr hättet genauso gut, ich habe auch hier Puppen rumliegen gehabt oder ihr hättet auch mit Puppen spielen können. Ihr habt ja in der Küche auch geholfen, ne? Ihr habt mitgeholfen beim Kochen. Also viele Sachen, wenn man jetzt einen Jungen und ein Mädchen gehabt hätte, dann hätte man vieles auch gemacht, was man mit zwei Jungen gemacht hätte. Natürlich, was immer gemacht haben. So, wenn es zwei Mädchen gewesen wäre, da bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob da nicht die Schiene andersrum gelaufen wäre. Das weiß ich nicht genau. Kam darauf an, wie könig die geworden wären. Ja? Und ich weiß ja nicht, ob die das alles mitgemacht hätten. Die Jungs haben das auf jeden Fall gemacht. Ne? Noch nie habe ich mit meinen Eltern... Aber ganz ehrlich, die Definition, dass Kochen unmännlich ist, habe ich noch nie verstanden. Naja, es kommt aus diesem ganz, ganz klassischen Rollenbild. Das hat der Mann in der Küche verloren. Also wirklich den ganz bescheuerten. Aber das muss doch dann so, also das muss ja richtig, 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 richtig alt sein. Ja. Weil wenn ich mir angucke, die Riege der heute bekannten Sterneköche sind Männer. Und das schon immer. Ja, ja, Begründer der Haute Cuisine. Das sind ja der französischen Küche, Männer. Das sind ja erfolgreiche Geschäftsmänner dann automatisch. Ja, aber die haben ja ihre Leidenschaft Kochen nichtsdestotrotz zum Beruf gemacht und haben das ja auch von der Pike auf gelernt. Aber an diesem klassischen... Das zum Teil vor 40, 50 Jahren. Ist richtig, aber an diesem klassischen Bild aus den 50er Jahren wird das wahrscheinlich so sein, der mag vielleicht professioneller Koch sein, aber zu Hause kommt er dann nach Hause und dann kocht die Frau. Es ist so nach dem aber verstehe, was ich meine. Total. Ich finde das so weird, dass man sagt, auf Arbeit bin ich der Koch, aber zu Hause auf keinen Fall. Ich sag ja nur, dass ich dieses Rollenbild, das habe ich noch nie verstanden. Aber vielleicht finde ich dafür Kochen auch einfach viel zu geil. Seitdem ich 11 oder 12 war, habe ich jeden Tag mit meiner Mutter zu Hause zusammen gekocht. Also ich kenne das auch null. Gut, das kenne ich wiederum, weil meine Eltern haben einfach beide nicht gekocht, deswegen hatte sich das erledigt für mich. Aber prinzipiell, ich habe gerade nämlich überlegt, wie das bei mir war mit den Rollenbildern, aber also mein Vater hatte auch ein für mich, würde ich behaupten, eher männlich definiertes, klassisches definiertes Rollenbild als Mann und meine Mutter auch als Frau. Was ich hier betonen möchte, ich
absolut unkompliziert und absolut unproblematisch finde. Man muss nicht aus allem fucking Problem machen. Aber ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo meine Mutter immer mehr verdient hat als mein Vater. Also ganz am Anfang nicht, okay. Aber spannend. Nach der Wende und so auf jeden Fall. Als verbeamtete Lehrerin und dann noch in ihrer, ja, der irgendwie Position da als, was ist das, Studienrat oder so, keine Ahnung. Meine Mutter hat immer mehr verdient als mein Dad. Und war das ein Problem bei euch zu Hause? Null. Nie. Oder du weißt es nicht. Das kann natürlich auch sein, dass deine Eltern darüber gesprochen haben, aber du nichts mitbekommen hast davon. Das kann sein. Den Punkt gebe ich dir. Mhm. Also ich kann ja sowieso nichts dazu sagen, weil meine Mutter hat mich alleine großgezogen. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich noch an eine Geschichte von den Großeltern. Da hat die Oma mehr verdient und hat dem Mann ein Auto geschenkt. Und das war ihm peinlich. Also das ist jetzt aber so eine 50er-Jahre-Geschichte halt so. Ja gut, okay, vielleicht. Aber ja. Also gab's so. Krass. Ja. Dann so offen über Männlichkeit gesprochen. Weil es für sie nie ein großes Thema war. Bei meinen Freunden und mir ist das anders. Zurück in Berlin. An dieser Stelle war der Song einfach zu heftig. Deswegen erzähle ich einen kurzen Witz. Seid ihr beiden Zwillinge? Nein, warum fragen Sie? Weil euch eure Mami genau gleich angezogen hat. Das reicht. Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Hahaha, war der nicht lustig? Nein? Schade, jetzt geht es weiter. Küsschen auf Nüsschen. Bruder Isa! Das haben die so oft gemacht. Jetzt bist du offiziell ein Mann. Woher kenne ich den denn? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne den Moderator, Reporter, Menschen. Okay. Vielleicht hat er schon mehrere NDR-Dokus gemacht. Du guckst ja öfters Dokus. Also. Oder von der Kirchendoku vielleicht? War das der? Nee, das ist der nicht, oder? Das ist der nicht gewesen, oder? Ja, nee, das heißt aber genauso, oder? Von der Christendoku ist ja das doch. Das wäre witzig. Falls ja, fantastischer Typ. Was hätte er euch mitgegeben an männlichen Werten oder Idealen? Was habt ihr von denen mitgenommen? Mein Vater ist ja jemand, der Erfolg durch Einkommen definiert und der deinen Wert durch Erfolg definiert. Ne? Dein Erfolg, wird mit dem Einkommen, wie viel Kohle du verdienst, wie viele Frauen du irgendwie abschleppst und so weiter. Das ist halt Erfolg. Sehr ökonomisches Denken. Sehr, sehr ökonomisches Denken. Ich glaube, das Bild, was ich mitbekommen habe, war so verzerrt, ist ökonomisch? Ja. Dass es ein gewisses Wertesystem gab und irgendwie sozioökonomisch jetzt wahrscheinlich schwierig zu beurteilen, aber was die Verbreitung deines Erbgutes angeht im Zweifelsfalle. Ist der Ökonomiegedanke da? Das gebe ich dir. Aber es war halt trotzdem, er fing zuerst an mit Geld ist ja, gleich ja, Erfolg. Ja. Und plötzlich kommen die Frauen nach dem zweiten Mal nachfragen, wir müssen jetzt auch noch mit rein hier. Ja. Da habe ich nicht reingepasst, ne? Also. Welche Werte hast du von ihm übernommen? Von deinem Vater? Krasse Frage. Ich hoffe sehr, das Verlässliche, ich hoffe sehr, das Großzügige anderen Menschen gegenüber. Und das sind auch nicht die großen männlichen Themen, wenn man so will. Das Soziale. Mein Vater mir krass vertraut. Also egal, was ich gemacht habe. Einfach, das passt schon. War natürlich jetzt jemand mal gedacht, okay, können vielleicht ein, zwei Bücher mehr lesen und das Abitur hätte auch ein bisschen besser werden können. Aber ich glaube, er hat sich nie Sorgen gemacht, dass ich irgendwie meinen Weg verliere. Also ich wüsste das. Ich halte meinen Vater aber grundsätzlich für einen ziemlich coolen Typen. Also für auch ein sehr gutes Vorbild einfach. Das ist eine ganz krasse Frage, muss ich sagen, ne? Also da mal drüber nachzudenken, weil macht man sich sonst nicht wirklich Gedanken drüber. Wüsstest du, was es bei dir ist? Bei mir? Paul sagt ja gerade, bei ihm ist es das Soziale auf jeden Fall. Bei mir sind es auf jeden Fall die sozialen Komponenten. Mein Vater ist auch ein unheimlich loyaler Typ. Also der steht zu seinem Wort. Wenn er auch zum Beispiel gegenüber Freunden und so, kannst du dich zu 100% auf alles verlassen, wenn es hart auf hart kommt gerade. Ansonsten, wie gesagt, die soziale Komponente ganz viel, was eben den Umgang mit anderen Menschen angeht. Ja.
Würdet ihr sagen, neben den typisch menschlichen Sachen, die du jetzt auch von jedem anderen übernehmen könntest, habt ihr bestimmte Dinge, die männlich sind, von euren Vätern übernommen? Also die als männlich gelten, nicht männlich sind. Mein Vater mein absolutes oberstes Vorbild, wenn es darum geht, muss ich dafür ins Krankenhaus oder kriege ich das in meinem Werkzeugkeller alleine hin? Das habe ich definitiv von meinem Dad übernommen, 1:1. Also alles, was ich in meinem Werkzeugkeller selber an mir operieren könnte, wofür ich nicht unbedingt ins Krankenhaus muss, mache ich auch selber. Rambo 2 hat sich schon selber genäht, kann ich auch. Ja, absolut. Das wirklich, ohne Scheiß. Also, das habe ich definitiv von meinem Vater. Ich habe so viel, auch allein in seiner Werkstatt, was ich da alles vollgeblutet habe. Und das hätte noch immer Jod gegangen. Beim Männertraining. Ich habe hier mit 16 Männern in einem Raum gepennt. Und das riecht auch so. Einige wollen hier das Verhältnis zu ihrem Vater aufarbeiten. Andere wollen männlicher wirken, selbstbewusster werden. Dafür stehen heute mehrere Aufgaben an. Jeder von euch bekommt einen Duschbruder, einen Duschbuddy. Was? Und sollte das in eurer Welt in irgendeiner Form Unbehagen auslösen, seht nach, woran es liegt. Es gibt bestimmt viele Gründe. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Wenn es für dich Gefühle hochruft von Unwohlsein oder von Gedanken an Homosexualität, was meistens das Erste ist, was vielen Männern hier einfällt. Hä? Seh nach, was... Ist das... Das soll das Erste sein, was dir einfällt, wenn du... Also, pass auf. Er sagt doch gerade, wenn es dir... Ich glaube, ich weiß nicht, was... Wenn es dir unangenehm ist, mit einem anderen Typen duschen zu gehen, denken viele Männer so, nee, das mache ich nicht, weil das ist schwul. Keiner denkt wirklich, dass das schwul ist. Naja, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es kulturell so viele Unterschiede. Ich glaube schon. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass super viele Leute sich das denken, weil ihnen irgendwann mal im Leben eingeimpft worden ist, dass vielleicht ihr Lörres zu kurz ist. Ja, das denke ich. Ich glaube, damit haben viele Leute ein Problem. Ich bin tatsächlich 100%ig bei dir. Würde ich zu 1000% unterschreiben, dass die Leute, die sagen, nee, das ist schwul, das mag ich nicht, die haben einfach nur Angst, was die anderen über einen kleinen Lörres sagen. Punkt. Oder was sie denken, was andere sagen, weil ihnen irgendwie in ihrem Leben eingeimpft ist, dass jeder, der nicht so einen Kinderarm mit einem Apfel vorne dran hat. Also ich kann von mir aus sagen, so Duschbuddy, ich weiß genau, worauf das hinausläuft und ich finde das mega cool. Ich habe damals bei uns auf dem Campingplatz gab es halt auch immer Gruppenduschen. Ich bin immer mit meinem besten Freund, meinem Bruder, wir sind immer zusammen duschen gegangen, es war nie ein Problem. Ich war immer in Sportvereinen, das heißt, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben mit mehr Männern geduscht als mit Frauen. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Und ich bin halt unterschiedlich. Ich bin halt in einer FKK-Familie, ja, unterschiedlich. Ich bin halt in einer Ostfamilie groß geworden. Wir waren immer an FKK-Stränden mit Freunden, Bekannten, hast du nicht gesehen. Also Nacktheit ist für mich sowas Selbstverständliches. Mhm. Ich meine, Scham ist ja auch, ich bin jetzt nicht frei von Scham, bin ich ganz ehrlich. Aber ich gehe auch viel in die Sauna und das ist was, nee, das machst du. Frei von Scham nicht, aber wenn es halt also in der Situation, wo es angebracht ist. Ich hatte tatsächlich mal eine Freundin, die war übel irritiert, dass ich einfach nackt durchs Haus gelatscht bin, weil sie das wohl aus ihrer Familie, wir hatten uns drüber unterhalten, weil sie das aus ihrer Familie gar nicht kannte, dass man sich unangezogen aus dem Zimmer raus bewegt. War meine Eltern ständig gemacht. War gar kein Problem. Das fand ich interessant. Ja. Super weird, Alter. Okay. Für mich war das so super selbstverständlich und sie war so hart irritiert, Alter. Was du tun kannst, zu etwas völlig anderem zu machen. Vielleicht wie mit einem Sohn, wie mit einem jüngeren Bruder oder mit deinem Vater. Ach so. Okay. Das ist doch schwul. Okay, aber müssen sie es denn gleich auf so ein Level bringen, Alter? Ich hab jetzt an so eine Sportdusche gedacht. Das ist jetzt schon lustig. Nicht an so eine 80 cm Duschwanne. Wo du halt die ganze Zeit den Pimmel vom anderen am Knie hast, weißt du? Die ganze ist okay. Muss halt auch nicht sein. Ja, Gold, Alter. Das ist ja richtig gut. Aber ich muss sagen, der hintere Typ absolut souverän. Kannst du nichts sagen, gell? Ja, richtig Spaß. Auch,
auch fröhlich dabei. Ja. Sieht aus, als hätte er schon auch hart Bock drauf. Ja, ich habe zwar beim Fußball schon oft mit anderen Männern geduscht, aber noch nie auf so engem Raum. Aber doch nicht, warum? Ich meine, entdecke ich meine Männlichkeit wirklich nur wieder, wenn mich ein anderer Kerl nackig abduscht? Das ist ein Bild für die Götter. Alright. Das ist gerade so gut. Schick das Bild irgendjemand und frag ihn, was passiert da gerade? Was passiert als nächstes? Das ist halt schon witzig, Mann. Alter, cool sind sie, wenn sie jetzt die Seife, wenn sie so ein Stück Seife runterfallen lassen für die Kamera, nur für die Kamera. Ach, die seifen sich auch noch ein. Okay. Das ist doch weird einfach. Naja, vielleicht auch eine coole Übung einfach, I don't know. Durch das Training sollen wir unserer Männlichkeit näher kommen. Aber muss man dafür mit fremden Männern duschen? Das frage ich mich halt unser auch. Unser Coach John schwört auf die Übung. Ich find's. Zwischen uns Männern ist eine Distanz. Ich find's null schlimm. Und dieses Überwinden dieser Angst. Ich find's halt null schlimm. Ich denk mir bloß so, bringt's das jetzt wirklich? Das ist in gewisser Form. Für so ein Phobiker vielleicht. In gewisser Form ist es eine Verbrüderung. Und ich finde, das hat auch was Männliches. Das gibt's natürlich unter Frauen genauso, ne? Jetzt. Also sorry Jungs, ich muss euch beide nicht abseifen. Wir sind aber auch schon verbrüdert, ne? Aber ja. ich sag ganz ehrlich, es kann eine Freundschaft auch schon auf ein anderes Level hieven. Ich finde das nicht doof. Ich sag das aber doch wirklich. Aber ganz ehrlich, sich also duschen und sich dann einseifen gegenseitig ist doch sowas Intimes. Ja. Da überschreitest du doch irgendwo freundschaftlich auch in gewisser Weise eine Grenze. Das ist das Interessante. So, ich meine, wir sind ja auch auf anderen Ebenen miteinander unterwegs, wo es dann vielleicht eher eine Hemmschwelle gibt zu sagen, so mache ich das jetzt oder nicht. Ich schwöre, in diese Dusche so zu gehen mit meinem besten Freund sofort, kein Problem. Habe ich wirklich gar kein null Problem. Habe ich auch kein Problem, aber das ist immer so, du, ja, natürlich nicht, aber du kommst nicht auf die Idee, ihn am Abend mal anzusprechen und zu sagen, Digga, weißt du was? Lass uns zusammen duschen gehen und uns gegenseitig ein. Höchstens was damit zu tun, höchstens, dass jemand Spaß machen will. Das ist doch immer ein Traust du dich oder ein Wir brauchen es für ein Video. Geht mal zusammen in eine Wanne und genau, es wäre höchstens aus dem Spaß heraus so. Das sind halt Sachen, wo ich sofort sage, easy going. Ja. Kein Ding. Ja. Ja. Ihr seid jetzt zwei Leute, mit denen fühle ich mich da so wohl, da sage ich, ist ja überhaupt kein Thema. Zack, ist er nackig, so nach dem Motto. Aber das ist ja jetzt wirklich nur was im Sinne einer Aufgabe überhaupt zum Tragen kommt. Das ist ja nichts, wo du sagst, ich bin so ein sicherer Mann. Heute frage ich Egon, ob er mit mir duschen geht. Voll Bock, mal wieder einen haarigen Rücken einzureiben. Aber du musst halt gucken, es gibt ja auch Männer, und kennst du ja auch, die haben... Ich kenne genug, wenn wir über die Duschszene im Video sprechen, sagen wir mal, wir drehen ein Video, wir brauchen eine Duschszene. Ich kenne selber genug Kerle, die dann sagen, nee, das mache ich nicht. Nee, aber du kennst ja alleine auch schon Männer, die nur angezogen, wenn du die Hand bei denen aufs Knie legst, dann haben die Probleme. Mhm. Ja, kenne ich. Ja. Und sein Grundding ist ja, jetzt hat er hier mit Tobias, ich habe leider vergessen, wie unser Protagonist heißt, halt nicht den Typen erwischt, der sich da zu sehr scheut, aber der will ja einfach sagen, wir haben uns gegenseitig so entfremdet, dass das den Leuten Angst macht. Und ich glaube auch, das ist so ein, das ist auch ein extremer Ost-West-Unterschied, würde ich jetzt behaupten. Weil ich zum Beispiel habe diese ganze FKK-Nummer und dass ich alle meine Freunde nackt kenne, erst erlebt, als ich in den Osten gezogen bin. Und meine ersten Jahre drüben in NRW kannte ich keinen einzigen meiner Freunde nackt. Also außer die Schwimmleute. Ja. Aber auch nicht im Freizeitbereich. So. Okay. Und hier war das ganz normal. Ich kenne es auch, keine Ahnung, unter Kumpels. Also es gab immer einen, der es nicht gemacht hat, natürlich, oder zwei. Aber auch wenn man irgendwie früher irgendwo am See war und du hattest eine Badehose nicht dabei, immer komplett nackt rein. Das war nie weird. Es wurde irgendwann anders. Da war man dann älter und dann kam der Punkt Mädels noch dazu, so nach dem Motto, dann wurde das ein bisschen anders. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, vielleicht ist es so eine Dorfnummer oder ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es übersteigertes Selbstvertrauen. Aber selbst dann habe ich irgendwann drauf geschissen und es war mir verhältnismäßig gerade. Das kann ja nur eine Dorfnummer sein. In der Stadt macht das natürlich keiner, da wo du niemanden kennst. Hast recht. wer witzig, gehst einfach mal so Paracelsus-Bad so, ja, Unterhose. Aber trotzdem, nochmal, ich finde das halt Quatsch,
insofern, dass ich mir denke, das ist ein Level an Intimität, was ein normales Beisammensein ja überschreitet. Total und auch gar nicht erfordert. Ja, absolut richtig. Aber es erfordert ist ein guter, erfordert ist ein guter Punkt. Ja, okay, vielleicht so als Konfrontationstherapie für so Homophobiker vielleicht. Vielleicht denk ich auch, braucht man das mal. Angst, sich sozusagen. Dass sie, ja klar, die gehen dann halt aus der Dusche raus und stellen fest, oh lol, ich bin gar nicht schwul geworden. Vielleicht bringt's das dann, dass man mal solche Leute da reinsteckt. Wieder widerlich an einen anderen Mann ranzutrauen, führt das war keine schlechte häufig Aussage. Dazu, dass eine Art von, ich sag mal, nach Hause kommen oder sich ein Wiederverbinden mit diesem Gefühl von Aufgehobenheit und Schutz auch passiert. Aber der Drang bei dir zu diesem, oder diese Motivation zu einem von diesen Männer-Workshops zu gehen, muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Also du musst ja irgendwann dich mal dafür sensibilisiert haben. Ich hatte einen Vater, der nicht so viel da war. Von daher hatte ich schon das Gefühl, schadet ja nichts, wenn ich mich damit mal beschäftige. Mhm. Und wenn man mal genau hinguckt, ist da wirklich verdammt viel, was wir von Männern gelernt haben. Wie wir uns anziehen, vielleicht wie wir laufen, wie wir stehen, wie wir sprechen, wie wir uns die Haare schneiden, wie wir uns trainieren, auch vielleicht Pornos gucken, wie wir Sex haben, ja, so wo Pornos sozusagen ein Aufklärungsunterricht geworden sind, wo wir gucken, was die Männer da machen und versuchen, es ihnen gleich zu tun. Wir beziehen uns auf Männer, das ist unsere Bezugsgruppe. Und dann sehe diesen Bruder, der vor dir steht. Was ihr gemeinsam habt. Und dann spür es und sag es. Ich liebe dich. 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 Paul muss sich ganz hartes Lachen verkneifen gerade. Der Schrei hat mich einfach gekillt. Ja, gut. Es ist halt, es ist so eine lustige, ich wüsste nicht, ob ich mich in so einer Situation zusammenreißen kann, einfach ob der Situationskomik, die da auch herrscht. So ja, ich weiß, woher solche Rituale kommen und so, das ist mir schon klar, aber ich muss wirklich sagen, ich bin mit vielen Sachen nicht d'accord, was der Typ auch gerade gesagt hat, weil für mich, was er beschrieben hat als so Sicherheit und Halt und hast du nicht gesehen, ne, das sind tatsächlich Dinge, die suche ich, also die habe ich bei Freunden, das weiß ich, aber die suche ich zum Beispiel ganz gezielt auch in einer Frau. Also ich weiß zum Beispiel, okay, so. Ich hab in einer Frau, ich hätte es anders formulieren sollen, das hat Olli wieder gekickt, ja gut. Tut mir so leid, ich bin so ein einfacher Mensch, Mann. Nee, nicht einfach, manchmal auch wirklich, naja. Bei Olli, haben wir es? Haben wir das andere Wort, das böse andere Wort verdrängt? Ich war nur dabei, es war keine bewusste Entscheidung darüber zu machen. Bei einer Frau. Ja. Weil ich mir wirklich denke, so das sind so Sachen, die ich wirklich dann wertschätze bei einer Partnerin, also in dem Fall halt bei meiner Ehefrau. Das finde ich so, und er das halt, als er wahrscheinlich in der Mangelung einer Vaterfigur, versucht er das rein zu interpretieren in andere Männerbeziehungen. Mhm. Und ich finde die Worte, ich liebe dich, finde ich so krass gewichtet, ja, dass ich das wirklich, ich persönlich, schwierig finde, in so einer Übungssituation irgendwem zu sagen. So irgendwem zu sagen. Das ist auch, ich nenn mich kleinlich, aber ich finde es komisch. Ja. Ich weiß es nicht. Spiegel, zu doll. Frau, Kinder. Kommt nur auf den richtigen Moment ausgewählte an. Leute noch. Ja, interessant, dass der Spiegel an erster Stelle von dir genannt wird. Ja, sagt vieles über dich aus. Nein, das war tatsächlich die Spiegelsituation war das, was ich zuerst dachte, was hier passiert. Ja. Weißt du, also als es so eingeleitet worden ist, dachte ich nicht, die stehen sich gegenüber, sondern sie stehen vor einem Spiegel und so. Mhm. Aber ja, also ich persönlich bin ganz ehrlich, ich sag das meinen Kindern, ich sag das meinen Eltern, ich sag das meiner Frau, ich sag das meinen besten Freunden und ich sag das dem Chat, aber sonst wirklich niemand. Jungs, ich liebe euch. Ja, Mann. Jungs, ich liebe euch auch. Siehst du? Geht doch. Ich liebe euch auch. Nice. Leute, Alter, komm, brecht ab, wir treffen uns, lass zusammen duschen gehen. Yes! Finally! Olli wartet schon die ganze Zeit seit Jahren. Wenn es nicht bei Olli läuft schon alles Wasser. Tun würdest, was meinst du, warum ich mit euch zusammenarbeite, Alter? Olli hat 3 Stück Seife an der Wand, nur für uns. Das ist mein einziges Ziel. Dich zu verteidigen,
dich zu wehren bei Lebensgefahr, einzustehen für deine Lieben, die du schützen müsstest in einem absoluten Notfall und absoluter Notwehr. Wollt ihr die absolute Notwehr? Lass es ihn wissen. Ich liebe dich, aber ich würde dich töten, wenn es sein müsste. Wow, was ein Twist. That escalated quickly. Warum das denn? Ihm nehme ich das halt auch wirklich ab. Ihm ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier unserem Björn Björnsson hier rechts aber auch, du. Ja, Mann. Der überlegt auch gerade schon, wie er es macht. Der hat schon den Kopf gedanklich aber dreimal von den Schultern gerissen, der alte Wikinger, Alter. Ich liebe dich. Wow, das ist krass creepy. Ich liebe dich. Aber ich würde dich töten, wenn es sein muss. Und dann ohne Worte bedanke ich bei deinem Bruder für seine Tiefe, seine Präsenz und seine Ehrlichkeit. Das war krass. Mein Partner Olli wirkt dagegen entspannt. Ja, was hast du mit dir gemacht, dass du mir sagen musst, dass du mich töten würdest? In der Klarheit sozusagen. Wow, Alter, er ist viel zu happy bei dem Thema. Ja, wobei das Töten natürlich eine Metapher ist. Ja, die Metapher Töten trifft übrigens auch auf Pauls Internet geradezu, also wundert euch bitte nicht. Also, es geht ja darum, in Zweifel und Liebe Grenzen setzen zu können. Und da auch die Verbindung zu haben von, ich akzeptiere dich, ich liebe dich, aber so geht's nicht. Und wenn du halt meine Grenzen nicht wahrst, dann töte ich dich auf eine gewisse Weise. Was heißen kann, ich schmeiß dich zum Beispiel aus meinem Leben raus. Ja, das war für mich, muss ich sagen, einer der intensivsten Momente. Du bist da. Genau diese intensiven Momente wollen immer mehr Männer erleben. Lol, ein Sexgong. Sexgong? Was, ja. Kennst du nicht? Was ist ein Sexgong? Scrubs, Bruder. Ach, ja. Lol, ja. Ja. Ich bin ja rausgeflogen bei Ich liebe dich, aber ich würde dich töten, ja, wenn ich müsste, und war darüber not amused, weil das ist halt dann für mich eben nicht, dass ich liebe dich. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt halt Menschen, die meisten von denen, zu denen ich sage, ich liebe dich, für die würde ich auch vor die Kugel springen sozusagen, dafür ist das da. Aber dann könntest du rein theoretisch nur einem Menschen in deinem Leben, ich liebe dich, sagen. Hä, wieso? Ey, in der Übung ging es ja jetzt darum, das halt einfach auch auszusprechen, deswegen ist es ein bisschen schwer zu übersetzen, aber. Hä, aber ihr habt schon ich würde mich töten lassen für dich. Nein, warum was Paul ja gerade sagt, ist, dass ich das ausschließt, zu sagen, ich liebe dich, aber ich würde dich töten, wenn es sein muss. So. Was ist, wenn, fiktives Szenario, zwei Menschen, die du liebst, ach, wo schließen sich das aus? Ihr wisst schon, was Kim Jong-un mit seiner Ex-Frau gemacht hat, oder? Das ist nur das, was ich meine. Es schließt sich halt nicht. Ich finde auch nicht, das ist lustig übrigens. Ich finde nicht, dass sich das ausschließt. Also ich finde schon, man kann sagen, ich liebe dich, aber ich würde dich umbringen, wenn es sein muss. Außerdem, ja. guck dir mal Geschiedene an, Alter. Bei einigen stimmt das durchaus. Die haben denjenigen mal unsterblich geliebt. Heute drauf angesprochen, würden sie denjenigen auf jeden Fall töten. Ja. Okay. Und lass uns beim Sex weitermachen, ihr habt vollkommen recht. Du stehst nachts an meinem Bett und willst Anne erdolchen, wäre genau die Situation. Ja, ich müsste dich töten. Aber da du das nicht machst, kann ich dir jetzt sagen, Paul, ich liebe dich. Wow, das Beispiel ist viel zu konkret, Alter. woher kennt er meine Pläne? In vielen Großstädten gibt es sogar regelmäßige Männerstammtische. Ist das der Anfang einer neuen Männerbewegung? Die letzte Übung. Fordere jemanden zum Kampf heraus. Such dir jemanden, mit dem du Kräfte messen kannst. Lol, Alter, gut, stell dir mal vor, du hast jetzt einen dabei, der so völlig übertreibt und einfach jetzt den erstbesten so wegsucker puncht. Björn Björnsen kommt direkt mit Superman-Punch rein jetzt. Ja, lass der, mit dem er duschen war, Alter. Hast du schon jemanden gefunden zum Ringen? Nee, das ist noch nicht. Dann fordere ich dich heraus. Du bist meine Gewichtsklasse, deshalb. Alter, ich wäre schon wieder todestriggert, weil ich mir denke, pack mich nicht an, du Lauch, Alter. Ich wär schon wieder auf 10 von 10, weil ich es hasse, wenn Leute mich mit so einer Attitüde wirklich anpacken. Wirklich, das ist ja echt so ein Ding, wenn ihr wissen wollt, womit man mich kriegt, dann habe ich euch im besten Fall noch nie gesehen und ihr packt mich direkt an und haltet mich fest. Dann haben wir einen richtig guten Einstieg.
Der erste Mann-Mann-Kampf meines Lebens. Noch könnte ich davon zurücktreten. Aber mein Gegner scheint besiegbar. Irgendwie reizt mich das. Und Ben, bist du schon aufgeregt? Auf unser... Muss ich nicht sein. Was ich unterschätzt habe, sind die Temperaturen. Minus 5 Grad am See. So, mach dich bereit, dann gleich eine Entscheidung zu fällen. In diesen Sonnenstrahlen, die jetzt kommen. Und wenn du nicht kämpfen möchtest. Jungs, ich setze einen Zehner auf den Blonden. Macht ihr mit? Ich wette, der hat irgendwas. Muss ich? Die Antwort muss ich nicht. Bist du aufgeregt vorm Kampf? Muss ich nicht. Der hat irgend so einen fiesen Shit, Alter. Der zieht ein Messer, Mann. Ne, der wird sich wahrscheinlich zieht. Er war vorher noch am Kotti und hat sich eine Knarre gekauft. Irgendwas, Mann. Einmal so. Und der weiß, was läuft. Komm niemals mit dem Messer zum Ringkampf, Alter. Nee, irgendwie direkt so von mir so, du hast gestern schon 6 Tropfen von deinem Drink gehabt. Die müssten in 30 Minuten wirken. Du bist meine Gewichtsklasse, hat er ja auch schon gesagt. Er ist einfach Profi-Ringer. Ja, das wäre so witzig, wenn er jetzt irgendwie so erstmal so Jiu-Jitsu-Skills auspackt und den einfach nur Sand fressen lässt, Alter. Roundhouse-Kick weg in See, Alter. Tritt für einen Moment einen Schritt aus dem Kreis aus. Jetzt. Ich sag mal so, wenn er jetzt komplett unterliegt gegen unseren alle Reporter. Im Kreis stehen. Dann ist er zumindest gut in Sachen Smack-Talk. Ja. Öffne deine Augen und sehe nach, ob dein Bruder, den du herausgefordert hast oder der dich herausgefordert hat, hier ist. Na toll, Ben macht einen Rückzieher. Er sagt mir später, dass er sich nicht gut gefühlt hat. Deshalb muss er nicht. Simon. Weil er wusste, dass er einen Rückzieher macht. Na toll. Oh, was? Du hättest die Wette verloren. Oh. Das ist nicht Ring, Jungs. Es geht anders. Vielleicht hat er aber auch zurückgezogen, weil er wusste, er würde ihn töten. Tanzt er jetzt hier noch so ein weil Ding? Er sich so gar nicht unter Kontrolle hat, wenn es hart auf hart kommt, weißt du? Ja, ja. Holy, Alter. Simon ist allerdings nicht ganz meine Gewichtsklasse. Ach, das ist Simon. Oh, das geht nicht gut aus für ihn. He dead. Kniet euch hin, voreinander. Ja. He dead. Ah, gut, er hat eine Handverletzung. Hat er Bandagen? Kontakt auf. Nee, Olli, er hat sich einfach gerade... Ein Kraftmessen. Hat sich gerade einfach bandagiert. Ein Geschenk füreinander. So, George Lucas ist auch da. Bringt. Was soll er tun? Er weiß gar nicht, was er tut. Der Erste. Ja, die kommen schon noch rein. Der Rücken liegt für 3 Sekunden mit beiden Schultern auf dem Boden. Dürfen sie aufstehen? Dreh dich um. Nee, nicht... Nicht? Oh. Oh, der andere gibt so gar nicht alles. Wenn man sich ja nicht kennt, dann gibt man noch nicht alles. Die steigern sich erst rein, das ist normal. Okay, sie stehen jetzt. Oh, jetzt gibt's klingonischen Kampf hier. Der genießt das ein bisschen. Immer, ja. Der Ansatz war gut, oder? Ja. Ah, jetzt hat er ihn, oder? Ah. Ja, rauf. Oh, jetzt hat er ihn auf einer Kehle. Entwehr dich. Und 3. Vater, machst du nichts mehr. Naja, doch, aber jetzt musst du halt gucken, dass du mit einer Schulter hochkommst und dann musst du, das Problem ist, du brauchst jetzt diese Scherenstellung der Beine, damit du mit deiner Hüfte irgendwie hocharbeiten kannst, aber wenn du das nicht weißt, ist vorbei. Musst du geübt haben. Ich glaube, er will auch gar nicht mehr. Das ist super kräftezehrend, wenn du sowas selten machst. Das ist bitter, ja. Vor allen Dingen, Simon, er muss halt mit seinem rechten Arm muss er rum. So intensiv habe ich meinen Körper bis jetzt noch. Ich hasse Ringen, Alter, das ist so viel zu beachten. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Aber das, guck mal, das jetzt zum Beispiel, weil hier viele Leute im Chat gerade schreiben, cringe. Da schreiben jetzt ultra viele Leute cringe. Und an der Stelle muss ich euch sagen, dann ist zum Beispiel MMA nichts für euch. Mhm. Oder Jiu-Jitsu oder Ringen. Generell sämtliche Bodenkampfsportarten, denn bei den krassesten Kampfsportaktionen kann ich euch direkt eins verraten, wie viel ich schon mit anderen Männern gekuschelt habe, eben in solchen Ringtrainingssituationen oder auch einfach bei den ganzen Trockenübungen, wo du einfach nur Switches, Armwechsel, solche Sachen einfach trainierst. Du bist immer Haut an Haut, Körper an Körper, enge Klamotten an im Zweifelsfall bei den Bodenübungen und so. Also wenn ihr das wirklich für cringy haltet, dann... Dann wirklich ohne Spaß, dann habt ihr noch keinen, dann wisst ihr nicht, wo die effektivsten Kampfsportler herkommen, weil die haben sowas.
zu hunderten Stunden gemacht, tausenden. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ein paar, also ich weiß jetzt nicht, manche meinten es bestimmt so, aber ein paar haben eben auch geschrieben, sie verstehen das Ringen nicht als Männlichkeitsding. Nee, das nicht, weil das ist ein Sport, den kann jedes Geschlecht ausüben. Klar. Das stimmt. Aber das ist ja hier auch. Aber gut, das ist bei der Duschübung, das ist ja alles, sind so körpernah und da ist Ringen, glaube ich, ideal, unabhängig davon. Also Ringen, um auch deinen eigenen Körper wirklich zu erfahren, weil das hat ja unser Moderator. Nie hat er seinen Körper so gespürt wie nach dieser Erfahrung und dann hat es Wirkung gezeigt. Richtig, unabhängig davon, wie es das war. Man muss es ja auch immer im übertragenen Sinne betrachten bei dieser ganzen Nummer. Es geht ja auch nicht wirklich direkt ums Ringen. Es geht um Konfrontation Mann gegen Mann, was ja auch eine sehr erscheinliche Sache ist, einfach so. Ne? Darauf wollen sie hinaus. Mann gegen Mann. Mann gegen Mann. Ja, sehr gut. Im Männertraining habe ich viel über Mut, körperliche Kraft und Grenzüberschreitungen gelernt. Aber hilft mir das wirklich dabei, ein moderner Mann zu sein? Ich würde sagen, ja, wenn man sich seiner Männlichkeit bewusst ist. Mit meinen Kumpels. Ist doch was Gutes. Scheiße, ich hab echt Hunger. Das ist einfach nur Bier da. So ein Klischee. Kaffee ist fertig. Letzte Nacht hat uns eine Frage besonders beschäftigt. Oh, moin. Moin. Wie gehen wir Männer eigentlich mit Frauen um? Ich habe jetzt bis zu dem Zeitpunkt, jetzt vor einem halben Jahr oder so, wirklich das kaum reflektiert, so dass ich eigentlich so gewissermaßen ein Mann bin und eine gewisse Verantwortung auch dadurch trage. Es passiert einfach, dass irgendwie in irgendwelcher Art und Weise abfällig über Frauen geredet wird und ich muss immer wieder neu austarieren, ob es in dem Moment jetzt gerade irgendwie witzig ist und ich das gerade noch so durchgehen lassen kann und das mit mir vereinbaren kann oder ob es jetzt doch zu viel ist. Und das ist bei mir auch neu, muss ich sagen. Der Witz ist ja in der ganzen Thematik, Freunde oder auch Männerrunden schaukeln sich da halt so schnell, so hoch. Ja. Und da ist es wirklich ganz schwierig, irgendwie zu schauen, wo ist da eigentlich die Grenze erreicht. Und wo ist dann irgendwann wird's ein bisschen zu viel, auf jeden Fall. Und dann, wenn du nämlich was sagst, bist du ja dann die Pussy, bist du ja das Weichei. Ne? Das ist halt auch nochmal witzig, weil das ist ja auch so diese Dynamik, die dann entsteht. Wenn du dann mal sagst, ey Leute, was soll denn der Scheiß hier eigentlich? So, ja, was bist du für eine Pussy? Witzigerweise, was bist du für eine Frau? Ne? Das finde ich halt auch ganz schön krass. Das wird dann zu einem Schimpfwort. So. Oder auch mit Trinken merkt man halt auch. Ne? Du gehst abends weg und soll ich so richtig die Kante geben, vielleicht ein bisschen Koks nehmen und wenn du nicht mitmachst, bist du halt die Pussy. So. Und das finde ich ganz schön krass, dass das halt auch so eine Dynamik ist. Wenn du ein richtiger Mann sein willst in der Runde, dann machst du jetzt auch mit, gefällig. So. Oder Frage da an der Stelle. Also wirklich, ja, also ich kenne das selber. Ja. Also jetzt nicht mit dem Koksen, aber ich meine, sowas gibt es sowohl unter Männern als auch unter Frauen, nur die Bezeichnungen sind da anders. Also ja, unter Männern wird da schnell mal die Karte gezögert. Bist Pussy oder was? Bist Weichei, Waschlappen oder was? So, das ja. Frauen sagen halt dann immer, bist ein ganz schöner Cock oder was? Nee, das weiß ich eben nicht. Da stecke ich nicht so weit drin. Aber trink doch mal mit, du Schwanz. Auch mal hier jetzt an der Stelle die Frage an die Frauen, die vielleicht hier noch zuschauen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder jetzt gerade in den Chat, wer live dabei ist. Ob ihr das kennt unter Frauen und was da so typische Bezeichnungen sind. Würde mich persönlich einfach mal interessieren. Das ist halt Gruppenzwang. Das gibt's unter Männern und unter Frauen. Ja, das ist völlig richtig. So. Also ich kenne genug Frauen, als dass ich dir die Frage auch beantworten kann. Also Frauen benutzen das Wort Pussy auch in diesem Kontext. Sei mal nicht so eine Pussy. Aber bist du schwanger, habe ich eben auch gesehen. Das kommt, das glaube ich auch. Ja, bist du schwanger, kommt, glaube ich, sauer. Stimmt, ja. Wenn du als Frau nicht trinkst, wird die Frage wahrscheinlich sehr schnell in den Raum, geworfen. Periode auch. Also antworten da jetzt auch Frauen? Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich denke mal, ich gehe davon aus, ja. Ja, aber spannend, ja. Witzig, ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch auf. Ist es da auf die gleichen Sachen bezogen? Auch auf hart sein und oh, was, du kannst nicht koksen, das steckst du nicht weg, das kann dein Körper nicht. Was ist los mit dir? So nach Schwäche aber einfach, oder? Wenn ich das hier gerade sehe, dass Frauen eben auch ganz, ganz viel Pussy sagen, hier bestätigt von dem Chat, unter anderem auch, ist es dann nicht einfach so, dass es in dem Zusammenhang einfach nicht für das weibliche Geschlecht steht, sondern einfach als ganz abstraktes. Ja, es hat sich ja als abstraktes, als Wort etabliert, aber der Ursprung ist und bleibt ja. Genau. Das bedeutet nicht, dass sich Leute mit einer Pussy nicht getriggert fühlen können. Ja. Die Abrede der Männlichkeit, weißt du? Ja, richtig.
dass das einfach so als Wortersatz so drin ist in den Leuten. Ja, gut. Ja, Weichei, okay. Nee, ist ähnlich wie schwul als Beleidigung. Okay. Ja. Ist Weichei dann auch so? Okay, von dem Gespräch hat sich unser Kater jetzt nicht verzogen. Aber es tut gut, mit meinen Kumpels über uns Männer zu sprechen. Und vielleicht sollten wir auch mal mit Frauen aus unserer Generation reden. Geh mal näher ran. Mach mal näher ran. Ne? Warte, bis näher ran. Cool. Findet ihr uns männlich? Hallo? Was geht so? Entschuldigung, hallo? Entschuldigung, ich hätte aber eine Frage. Finden Sie uns eigentlich männlich? Das ist aber geil, Alter. Finde ich gut. Ja, das finde ich echt super lustig. Kreislauf. Ihr seid jetzt unsere Beute. Ist es nicht eigentlich Männerrolle? Nein. Jetzt wird's cringy. Oh, ich fand aber, ich fand gut reagiert von den Mädels. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich cool. Wir umkreisen euch? Ja, war cool. Ich fand der Satz. Ich fand nur ihn cringe. Ja, ja, achso, ja, auf jeden Fall. So Männersache. Auf jeden Fall zwei coole Mädels am Start. Ach, wirklich, ey, die drei Stooges auf dem Tretboot, ey. Ja, mit Kamerateam halt. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen unwohl. Yeah. Ziehen aber auch durch, ne? Ja, okay. Okay. Yes! Sehr gut. Oh! Hey, jawohl. Hey, da? Das ist ein geiles Bild, oder? Ich frage euch, also was haltet ihr davon, dass wir uns jetzt so damit beschäftigen mit dieser Frage? Cool, also, finde ich sehr cool. Finde ich cool, ja. Wie viel haben die vorher schon geredet? Das ist ja generell auch irgendwie ein schwieriges Thema, ne? Also Männlichkeit, Weiblichkeit, was macht ein Mann aus, was macht eine Frau aus? Was glaubt ihr, wo stehen so die Männer momentan so in der Hinsicht? Also wie weit sind wir so? Kann man das? Ihr macht euch ganz gut. Ist eigentlich auch so lustig, wie viel Mimik in dem Moment halt auch über Menschen verrät, wie sie sich gerade in der Situation fühlen und so, ne? Ist einfach spannend. Absolut, ja. Nee, nicht wir, sondern insgesamt so die Männer. Also in der heutigen Zeit. Alle Männer auf der Welt. Wie machen die sich? Runtergegangen. Wir haben so eine extreme Frauenbewegung. Und diese Frauenbewegung steht momentan im Vordergrund. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Männer werden eigentlich total außen vor gelassen. Weißt du, das ist so, dieser Feminismus wird ganz groß geschrieben. Und dabei vergisst man so ein bisschen diesen männlichen Part, was ich eigentlich ganz schade finde. Ja, ich finde es schade. Also bräuchte auch eine Männerbewegung. Eine aufgeklärte. Es sollte einfach generell um den Menschen gehen, dass sich Menschen weiterentwickeln und nicht, okay. Und nicht nur, also ich finde, es sollte auch mehr um die Entwicklung miteinander gehen, aber dieser Feminismus hat für mich auch viel nur mit der eigenen Entwicklung zu tun. Und es gibt viele Frauen, die sich wirklich extrem einfach mit sich selbst und ihrer eigenen Entwicklung beschäftigen, aber dabei das Umfeld ziemlich außen vor lassen. Ist einfach so. Unter anderem Männer. Also, finde ich ein bisschen schwierig von der Sache her jetzt nur kurz gesagt, weil um ein Ungleichgewicht aus der Welt zu schaffen, musst du die eine Seite etwas anders gewichten, ne? Sagen wir mal, das ist das Ungleichgewicht und alles bewegt sich ein bisschen nach oben, dann muss die eine Seite erstmal natürlich ein bisschen gefördert werden, um sich schneller, richtig, in dem Moment schneller zu bewegen, bis sie, richtig, aufschließt und auf einer Ebene ist. Deshalb macht das schon durchaus Sinn. Ja. Natürlich macht es aber auch Sinn, was die beiden Mädels da gesagt haben, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick etwas naiv wirkt, finde ich gar nicht. Denn dieses Gefühl haben tatsächlich viele Leute. Und ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ganz, ganz dünnes Eis, weil ich jetzt als Mann über Frauen rede. Aber wirklich jetzt ohne Spaß, lasst mich ganz kurz erstmal fertig werden. Aber du kennst doch Frauen, du darfst über Frauen reden. Ja, ich bin mit einer verheiratet, die zum Beispiel folgender Meinung ist. Was sie selber immer sehr schade findet, ist, dass sie die Ansätze und so und die grundsätzlichen Dinge, die der Feminismus, wie wir ihn jetzt kennen, wie er in Anführungsstrichen, ja, auch propagiert wird, sei es online, medial, wie auch immer, natürlich spitze, absolut super. Aber was ihr sehr schnell auf den Sack geht und was das auch ist, was mir krass auf den Sack geht, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist der Punkt, dass dabei oftmals vergessen wird, dass es bestimmte Menschen gibt, die nicht in jedem Punkt von diesem extremen, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, in diesem extremen Feminismus eben mitgehen. Die jetzt sagen, ich fühle mich aber in bestimmten Rollen wohl und ich fühle mich einfach, ich möchte an bestimmten Stellen gewisse Dinge einfach gerne beibehalten, weil ich das mag.
Und es gibt einfach Punkte, ich will jetzt gar nicht auf irgendein konkretes Beispiel aus, ja, nagelt mich da bitte auf nichts fest. Nur, es gibt da eine Tendenz dazu, denen das komplett abzusprechen und zu sagen, nein, das darfst du nicht. Ja. Weil dann bist du der Feind. Und das finde ich immer schwierig, dass es da keine, dass es zu extrem wird, dass es da keine Annäherung irgendwo in der Mitte gibt, sondern dass es wirklich so einen übertriebenen, ja, wie es schon so einen Wettbewerbsgedanken gibt, der halt sagt, nein, es muss jetzt einmal extrem werden und man muss jetzt alles verurteilen und verabscheuen und schlimm finden, was ein klassisches Rollenbild ist. Aber wenn Menschen sich in einer Rolle, wie auch immer die definiert ist nun mal, sehr wohlfühlen, sind sie ja deshalb nicht anders, nur weil jetzt gerade der Trend mal irgendwo anders hingeht, sind die ja nicht schlechter. Es ist ja auch so, gesellschaftliche Veränderungen hat halt nie von heute auf morgen stattgefunden. Ja. Und deswegen suchen sich Extreme die Leute vor allem, die die Änderungen von heute auf morgen wollen. Ja, was ist denn mit einer 17-Jährigen, die jetzt so unheimlich, jetzt mal ganz blöd, jetzt mal das stupideste, stumpfeste Beispiel. Was ist denn mit einer 17-Jährigen, die unheimlich gerne pinke Klamotten trägt, damit in die Schule kommt und sich dann von irgendwem anhören muss, von wegen, was das für eine Scheiße ist, ob sie denn jetzt irgendwie gegen die Frauenbewegung ist, weil sie jetzt pink trägt und warum sie sich denn in so eine Rolle drücken lässt, bla bla bla. Ich weiß, es kommt mir jetzt selber schon fast zu stumpf vor, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Es wird gerne der individuelle Mensch wirklich vergessen, für das in Anführungsstrichen größere Gut. Du darfst das, was wir verurteilen, jetzt nicht mehr gut finden, weil dann bist du gegen uns. Und das ist halt schwierig. Ja, aber das ist ja der Fehler daran, weil sie genau dafür kämpfen, dass jeder sich so entwickeln und machen kann, was er will. Und das glaube ich nicht. Und wenn die Leute das dann machen, ja, das ist aber meiner Meinung nach nicht. Dafür kämpfen wir. Ja, das wäre schön. Ich kann mir nicht auf die Fahne schreiben, dass ich dafür groß kämpfe. Ich bin dafür und ich tue auch was dafür und ich äußere mich auch dazu und ich bin da auch pro. Du tust aber damit auch mehr als die meisten. Ich bin ja kein Aktivist, Bro, der jetzt dafür zum Beispiel jedes Wochenende oder jedes zweite auf die Straße geht. Aber du sitzt jetzt gerade hier vor vielen Leuten und äußerst deine Meinung öffentlich. Ich würde mich jetzt nicht als der große Kämpfer für den Feminismus. Aber du hast gerade gesagt, du machst nichts selber. Und das würde ich nicht unterschreiben. Nee, ich mache auf jeden Fall nichts, was. Aber ich mache jetzt wahrscheinlich auch nicht viel. Ja? Und das ist okay. Nur weil es hieß, wir kämpfen dafür. Ich sehe mich nicht als jemand, der von sich behaupten kann, dafür zu kämpfen. Du kannst nicht auf jedem Schlachtfeld unterwegs sein. Dafür stehen wir ein. Ist dir das lieber? Ja, dafür. Also weißt du, was ich meine? Also ich bin, was ich damit einfach nur ausdrücken, dann nehme ich euch raus, nehme nur mich und sage, ich möchte genau das, dass alle einfach machen können, was sie wollen. Und zwar, solange sie nicht Menschenrechte verletzen. Ja. Dabei. So. Ja. Das ist das, wofür ich gerne stehen würde. Aber das kommt zurzeit, finde ich, ein bisschen kurz. Also muss ich wirklich sagen, es fällt mir zumindest immer auf. Ich weiß, ich bin da auch in so einer hart politischen Bubble halt leider drin. Aber das fällt, finde ich, mir auf, dass man, dass das echt zu kurz kommt. Der Individualismus wird komplett kaputt gemacht, weil es immer heißt, schlag dich auf unsere Seite oder du bist raus. Und das finde ich echt schwierig. Ja. Also ich glaube, die machen zu, ne? Waren zu, glaube ich. Was machst du denn heute Abend? Der Boy, Alter. Ja, wir haben ein Kamerateam. Ja, ihr habt das schwere Boot. Also, ihr seid jetzt zwei. Ja, das war eine Männlichkeit. Ja. Jawohl. Ja, Jungs, das war's jetzt. Ja, klar, leg mal Zahn zu jetzt hier. Cool. Mach mal rein, Alter. Vielleicht ist es das, dem Geschlecht nicht so viel Bedeutung geben, die Unterschiede nicht andauernd betonen. Warum muss das immer so eine riesige Rolle spielen, ob man sich männlich, weiblich oder anders definiert? Einer meiner Freunde konnte beim Männerwochenende nicht dabei sein, Martin. Von der Grundschule bis zum Abitur saßen wir eigentlich immer nebeneinander. Es gibt einen guten Grund, warum er zu Hause geblieben ist. Martin ist Vater geworden. Er ist wahr. Haben wir ihn aufgeweckt? Geile Mütze, Alter. Good boy. Die Zukunft der Männlichkeit ist 4 Monate alt und heißt Pepe. Heute werde ich ihn zum ersten Mal treffen. Wie gesehen, guck mal, wer da ist. Komm mal da. Ja. Komm mal da. Hallo. Hi. Darf ich vorstellen? Lol, ihr seid vom NDR, oder? Das ist Homie.
Den kenne ich schon gerade im Kindergarten. Ich habe hier ein kleines, was Kleines hier für Pepe, ja? Ein typisch männlich, hier so was Kleines hier. So. Wow! Oh. Mach ein bisschen Musik, weil ich dachte, du bist ja auch so musikalisch. Hey, das ist cool. Der entdeckt gerade die Welt. Cool. Aber ja, auf 300%. Oh mein Gott! So ein bisschen gerade gewesen wie in Troll 2, der Typ, der in den Raum reinkommt, so. Ja. Aufmerksam. Ja, jetzt gerade ist er ganz aufmerksam, ne? Wenn ich Pepe und Matze sehe, fällt mir auf, Frauen kämpfen schon lange für die Gleichberechtigung. Da ist sein Lachen wieder. Und haben vieles erreicht. Wir Männer aber auch. Nämlich die Freiheit, uns um unsere Kinder kümmern zu dürfen. Das ist eine schöne Verantwortung, weil man weiß, das ist der kleine Sohnemann, ne, der einen da anguckt, so wie jetzt, ne? Genau. Was hat es in dir ausgelöst, als du erfahren hast, dass du einen Sohn bekommst? Irgendwie haben wir beide so ein Bauchgefühl gehabt, das wird ein Mädchen. Und viel Ersatz von wegen, ja, es wird ein Junge und ihr Sohn strampelt ganz ordentlich. Und als Ersatz fiel, mein Sohn, das war so, boah, Gänsehautgefühl, ne? Und total, total schön. Und auf einmal sind ganz, ganz neue Bilder entstanden. Also alles, was man sich erst mit den Gedanken, ob es ein Mädchen wird, aufgebaut hat, dass die Bilder jetzt auf einmal dann nicht verpuffen, sondern beiseite geschoben werden. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Mädchen geben. Und jetzt sitzt ein Junge. Okay, und dann ruft man die Bilder oder versucht man erstmal Bilder aufzunehmen für sich, wie wir das wohl. Wenn wir Fußball spielen, werden wir viel, weiß ich nicht, Musik zusammen machen. Aber dann kann man auch so Fragen auf, was gebe ich mir so mit auf den Weg von vornherein? Ne? Mhm. Also muss ich meine Vaterrolle ändern, nur weil es ein Junge ist? Oder muss ich meine Vaterrolle ändern, weil es ein Mädchen ist? Diese Gedanken waren minimal als Frage im Raum. Man dachte mir so, hey, was ein Blödsinn. Das ist mein Kind, so, ne? Ganz egal, ob Junge oder Mädchen. Auf welches Vater-Sohn-Erlebnis? Es ist interessant, weil ich mir diese Frage noch nie gestellt habe. Die Frage kam, also finde ich, ja, ich habe auch größere Probleme, das gerade nachzuvollziehen, weil tatsächlich ist doch der Grundansatz, also abgesehen davon, dass ich sowohl meinem Sohn als auch meiner Tochter in fast allen Belangen dasselbe sage, wahrscheinlich, das wird sich erst später herauskristallisieren, weil auch bei mir wird der Punkt kommen, dass wenn mein Sohn alleine draußen unterwegs ist, ich mir weniger Sorgen mache, als wenn sie alleine draußen unterwegs ist. Der Punkt wird kommen, hundertprozentig. Aber prinzipiell will ich doch einfach nur beiden mit auf den Weg geben, dass sie gute, gerechte, wehrhafte Menschen sind. Also, da mache ich ja so keinen Unterschied. War er nicht. Er hat sich mal kurz die Frage gestellt. Unterschiede in denen, was ich ihnen mitgeben würde, mache ich, glaube, wenig. Unterschiede kommen auf meiner Seite zum Tragen, was, wenn es darum geht, wie man sich Sorgen macht. Betonung auf das Wie. Weil dass man sich Sorgen macht, ist definitiv eine Sache. Aber wie und wann? Ich glaube, das ist die Dinge. Konnte mich gerade nicht zusammenreißen, weil ich es im Chat gesehen habe. Einfach, naja, wenn es ein Mädchen geworden wäre, wärst du halt Mutter geworden. Ich fand das so lustig. Das ist wirklich lustig. Das ist meine Rolle jetzt über der Zeit. Gut. Ja. Hat mir gut gefallen. Was männliches vielleicht. Ich freue mich auch total darauf, mit meinem Sohn irgendwann noch ein Bierchen trinken zu gehen. Ne? So, ich meine, das dauert noch einige Jahre. Aber mach das doch mit deiner Tochter. Eben. Hä? Das ist, glaube ich, also wenn du eine cool hast. Ja, ich frage mich, dass, was wir unseren Kindern, unseren Söhnen, wenn wir Söhne haben, so wie du hast jetzt schon einen Sohn, dass wir mitgeben können, damit sie bessere Männer werden. Okay. Was du ihnen wünschst. Ich wünschte der nächsten Generation, gerade in den Führungskräften, in der Politik, in der Gesellschaft, ist es immer noch so etabliert, dass eher die Hauptverantwortung oft von männlicher Seite aus immer noch gesteuert wird. Und dass da die nächste Generation Neutralität schaffen kann. Und Frauen auch genauso gut an die Position können. Das wünsche ich ihnen, dass sie da diesen Blick für haben. Und, die neuen Männer. Ja, genau. In der Politik wünsche ich mir mehr Frauen. So, genau, ja. Das ist cool, ne? Pepe, hallo. Pepe. Oh. Schau mal, Pepe. Willst du mir eine Kopfnuss geben?
Ja, ein bisschen schuckeln. Oh, direkt am Mikro, Alter. Schön ins Mikro. Ja, wirklich. Ja. Und der ist Gefühl. Einfach da. Ist einfach da, er ist einfach da. Ne? Das ist krass. Mann, ich habe viel gelernt auf dieser Reise. Über andere Männer und über mich. Ich kann einfühlsam sein, aber auch kämpfen. Ich will verantwortlich handeln und trotzdem locker bleiben. Und das alles vielleicht, weil ich ein Mann bin. Aber vielleicht auch einfach, weil ich bin. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss tatsächlich auch für mich sagen, ich nehme aus dieser Doku erstaunlich wenig mit. Ja. Sie war unterhaltsam und zeitweilig, hat jetzt keine neuen Erkenntnisse für uns gebracht, aber ich finde sie trotzdem nicht unwichtig. Also, das auch anzusprechen, finde ich, kann man machen. Ja, aber weiß ich nicht. Also ja, so als Gedankenexperiment, weil ich finde, was wir so eingeworfen haben und uns unterhalten haben, ist vielleicht nicht so komplett sinnlos. Nicht so komplett sinnloses Gestammel. Freunde, das war's. Repräsentativ, absolut stichhaltige Umfrage hier. Das war wieder Abendunterhaltung in Spielfilmlänge, so Freunde. Anderthalb Stunden haben wir gemacht. Leute, lass uns dafür 30 Minuten Doku, das gerne einen Daumen nach oben da. Man kann uns jedenfalls nicht vorwerfen, dass wir einfach uns was angucken und dann sagen, ja, wir wollen schon unseren Beitrag leisten. Die Original-Doku vom NDR findet ihr unten in der Infobox. Ja, ihr wisst Bescheid, abonniert die Glocke, aktiviert den Kanal. Und ja, schaltet auch gerne mal ein, wenn wir live sind, auf twitch.tv/Dr. Freud. Dankeschön. Das, was der männliche Mann mit der männlichen Stimme sagt. Danke.